Spiel im Schlosstheater Potsdam, Figaros Hochzeit. Bei seiner Hochzeit hat Graf Almaviva auf das ihm angestammte Recht der ersten Nacht verzichtet. Die Zof Susanna will er sich aber auf keinen Fall entgehen lassen. Mit allen Mitteln verhindern will das Figaro Susannas Bräutigam. Herrschaften und Höflinge suchen gern das heimliche und amoröse Abenteuer. Man darf nur nicht entdeckt werden. Turbulent geht es an dem gesamten gräflichen Hofe zu. Zum verzwickten Liebesleben kommen noch Intrigen und andere lebenserschwerende Umstände. In Mozarts Oper geht es nicht nur Mann gegen Mann. Es geht um Machtspiele und Moral und den Kampf Diener gegen Herrschaft. Am Ende aber wird es die Zofe Susanna sein, die dafür sorgt, dass sie auf ihrer Hochzeit tanzen kann. Regisseur Ralf Günther Krolkiewicz hat mit seinen singenden und spielenden Mitschreibern den Zuschauern ein rauschendes Fest beschert. Und das Schlosstheater in Potsdam ist wohl der schönste Rahmen dafür. Nächste Vorstellungen am 3., 4. und 9. Mai. Es sollte ja auch eine wunderschöne Vorstellung